So, Freunde, weiter geht's hier im Tutorial. Wir sollen jetzt in die Kaserne. Commander, der Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne. Ja, und zwar, dieses gelbe Symbol da ist immer, wenn jemand befördert wurde. Und das ist ja Nur hier ein Soldat passiert. des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Kriegt er auch. Wie wir sehen, also, was steht da unten? Das Beförderungssymbol neben Fähigkeiten weist darauf hin, dass sich ein Soldat eine Beförderung verdient hat. Wähle Fähigkeiten und drücke X, um diesen Soldaten zu befördern. Das kann man später nach dem Einsatz auch direkt machen. Ja, durch seine Beförderung hat er jetzt auch eine Spezialisierung bekommen. Dazu sagt er, glaube ich, gleich auch noch Wie was. Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Genau, also neue Ausbildung, Ausbildung Raketenstart. Das ist halt jetzt die Klasse Schwer. Dann gibt es noch Sturm, Unterstützer und Scharfschütze. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Genau, gut. Forschungslabore. Ja, der Kommentar ist jetzt ein bisschen verspätet, weil ich mal wieder vergessen habe, hier die Aufnahmetaste zu drücken. Aber es macht nichts, ihr habt eben alles gesehen, der Soldat wurde befördert. Jetzt sollen wir in die Forschungsabteilung. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Natürlich gern. Okay, das können wir jetzt noch nicht machen. Da fehlen uns noch Sektoidenleichen. Aber eigentlich waren das doch drei Gegner, oder? Es fehlt uns noch eine, okay. Ja, was machen wir da? Nur mal Waffenfragmente. Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen. Commander zur Einsatzleitung. Gerne doch. Commander zur Einsatzleitung. Und zwar, dafür drückt man Dreieck, ne? Steht da unten, drücke Dreieck, um in die Einsatzleitung zu gehen. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Ja, das ist ja auch immer ein Problem. Schauplätze anzeigen. Da haben wir einmal Houston, USA. Oder China. Ja, da muss man halt immer ein bisschen gucken, weil irgendwann treten diese ganzen Staaten mal aus dem Rat raus und dann kriegt man weniger Kohle und hier und da. Ja, jetzt ist die Frage, was können wir jetzt gebrauchen? Entweder 200 Credits oder 4 Wissenschaftler. Ich würde erstmal mich um die Kohle kümmern. Verstanden. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Commander, bevor wir unseren Trupp entsenden, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem So. Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Hier kann man sich mal auswählen, welche Leute man mitnehmen will. Wir haben hier unseren Beförderten schon als Schweren. Die anderen sind noch Rekruten, das heißt, wenn die jetzt Abschüsse haben sollten, werden auch die befördert und dann haben auch die spezielle Spezialisierung.
wir können jetzt hier eh noch nichts anderes auswählen. Von daher können wir den Einsatz jetzt auch gleich starten. Und auf geht's. Okay, Einsatzbesprechung. Entführung durch Außerirdische im Gange. Keine Zivilisten am Einsatzort, aber mehrere Invasoren. Begleitschäden sind daher akzeptabel. Einsatzziel ist, schalten Sie alle Gegner aus. Tipp, halte die Augen offen nach Abflussrohren und Leitern. Ein Höhenvorteil gegenüber dem Feind gibt dir eine bessere Trefferchance. Okay, Einsatz starten. Das ist jetzt hier immer noch so ein bisschen Tutorial, also am Anfang wird er noch ein bisschen sagen, wo ich hin muss und soll und hier und da. Halt, Soldat. Ehe du vorrückst, wollen wir sehen, was in dem Gebäude ist. Dein Kamerad ist näher dran. Soll er sich das ansehen? Okay, mit L und ändere mit L1 oder R1 den aktuell gewählten Soldaten. So, wir müssen jetzt auf den hier. Wir müssen hier auf rüber. Den Weg. Gut, jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Jetzt geh drinnen in Deckung. Begebe mich auf Position. Okay, jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. Jawohl. Den Schweren da hochzuschicken. Na gut. Diese Höhen, da muss man immer mit den Richtungstasten hoch und runter schalten, dann kann man da halt auf die höhere Ebene. Verstanden, los geht's. Dann muss man gleich mal hin. Feinde, da sind sie. Der Rest von euch rückt Richtung Feind vor und geht in Deckung. Nicht feuern, bis ich den Befehl gebe. Okay. Gebe mich auf Position. Nicht feuern, hat er gesagt, oder? Dann machen wir einfach mal ein Feldbock. Das heißt, wenn sich hier irgendwas in der Nähe bewegt, schießt derjenige drauf. So, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier irgendwas abgeballert kriegen. Die Prozentzahlen sind immer die Trefferchancen, die ihr da seht. Und ja, dann werden wir mal auf den Schießen. Jawolli. So, mit dem können wir schon mal hier hingehen. ...31% ist natürlich nicht sehr viel. Aber wir versuchen es trotzdem. Hey, Treffer. Draußen, Leute. Sehr schön. Der Commander übernimmt nun das Kommando, während ihr den Rest des Gebiets nehmt. Wie immer werde ich euch mit taktischem Rat zur Seite stehen, falls benötigt. Und denkt daran, eure Panzerung hält nur ein paar Schüsse aus ihren Waffen aus. Also haltet die Augen offen und die Köpfe unten. Viel Glück. So, hier dürfte jetzt eigentlich nicht viel passieren, von daher können wir hier erstmal gut vorrücken. Mit dem müssen wir auf jeden Fall runter. Und hier in die Richtung, denn jetzt wird gleich der Raketenwerfer zum Einsatz kommen. Mitgehen. Und dann ist hier. Rücke aus. Hab's gehört.
da drüben mit. Jawohl, Sir. Wichtig bei dem Raketenwerfer ist, wenn man den einsetzt, also wenn man ihn einsetzen will, darf man seinen Soldaten vorher nicht bewegen. Sobald man ihn bewegt, kann man den nicht mehr einsetzen. Der Raketenwerfer unseres Veteranen müsste leichtes Spiel mit den Strukturen haben, die die Aliens als Deckung nutzen. Und wenn wir Glück haben, fliegen die Aliens gleich mit in die Luft. Gesetzt den Fall, er trifft. Kann ich von hier schon schießen? Schuss blockiert. Jawohl. Okay, Raketenwerfer und ab dafür. Rakete raus. Gute Arbeit da draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten Ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Ja, das hat sie ja schon. So, jawohl. Jetzt haben wir hier die nächste Beförderung. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. So, der hat jetzt Rauchgranate, das ist ein Unterstützer. Und der kann auch heilen im Gefecht. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre... Commander, wir empfangen einen Funkspruch des Rats. Guten Tag, Commander. Wir wollen Ihnen zu Ihrem letzten Sieg gratulieren. Aufgrund der verschiedenen Gesuche um Unterstützung mussten Sie eine schwere Entscheidung treffen. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wie vereinbart, erhalten Sie nun Ihre Belohnung. Auf Wiedersehen, Commander. Wir hoffen, dass Sie Ihren Erfolg weiter fortsetzen können. Genau. Jetzt haben wir 200 Credits gekriegt und Panik macht sich im Gegenzug aber Nordamerika breit. Der Rat weiß, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Commander. Mit unseren Ressourcen ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Unser Chefingenieur hat jedoch etwas gefunden, damit Sie die Lage besser überwachen können. Das Lagezentrum erlaubt die permanente Überwachung jedes Mitgliedstaates des Rates. Wenn wir es zulassen, dass die Panik in einem der Staaten die Überhand gewinnt, wird sich das Land aus dem Rat zurückziehen und auf die finanzielle und sonstige Unterstützung einstellen. Das Vertrauen des gesamten Rates in das XCOM-Projekt kann an der primären Anzeige über dem Hauptbildschirm abgelesen werden. Die Ingenieure nennen sie das jüngste Gericht. Commander zur Einsatzleitung. Genau, bevor wir jetzt aber gleich wieder zur Einsatzleitung gehen, mache ich hier mal einen kurzen Cut. Und dann machen wir gleich im nächsten Video weiter.